Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema gängige Betrugsarten im Internet auf Social Media. Ob Liebe, Möbel oder Tipps, im Internet kannst du fast alles finden, leider auch viele Betrugsarten. Heutzutage ist es ziemlich leicht, für Internetbetrug Beispiele zu finden. Wahrscheinlich hat jeder von uns schon einmal eine Spam-Nachricht erhalten oder mit einem Fake-Profil gechattet. Welche Betrugsarten es im Internet auf Social Media noch gibt, erfährst du jetzt. Außerdem findest du noch weitere Informationen auf meinem Kanal unter den anderen Infovideos. Schau auch hier gerne einmal vorbei. Betrugsmaschen im Internet und auf Social Media. Instagram-Scammer, Fake-Shops oder Betrugsmaschen beim Online-Dating. Betrug im Internet gehört heute leider zum Alltag. Zum Glück kannst du dich schon dadurch schützen, indem du einfach aufmerksam bist und ein Gespür für solche Scams entwickelst. Außerdem hilft es, mit gängigen Betrugsarten vertraut zu sein. Erstens: Online-Shop-Betrug. Falsche Online-Shops sind eine der gängigsten Betrugsarten. Dabei wird eine Webseite so eingerichtet, dass sie wie ein echter Online-Shop aussieht. Mit Artikeln, einem Warenkorb und einer Kasse. Die dir unbekannte Webseite scheint also seriös zu sein. Und du wirst sogar durch das sogenannte Farming nichtsahnend auf eine Kopie deines Lieblings-Online-Shops geleitet. Zum Glück haben Fake-Shops oft keine SSL-Zertifikate. Erkennbar am Warnhinweis nicht sicher in der URL-Leiste. Also dieses HTTPS muss dann davor stehen, wenn ein SSL-Zertifikat vorliegt. Seriöse Anbieter wissen jedoch, wie wichtig das Zertifikat für den Schutz von Kundendaten ist. Achte daher immer darauf, ob es vorhanden ist. Das SSL-Zertifikat zertifiziert die HTTPS-Verbindung. Das bedeutet, dass die Verbindung zwischen dir und dem Online-Shop auch wirklich verschlüsselt ist und niemand zwischendrin die Daten abfangen kann. Zweitens: Phishing. Phishing ist eine der häufigsten Formen von Online-Betrug. Potenzielle Betrugsopfer erhalten eine E-Mail- oder SMS-Nachricht, die von der eigenen Bank oder einem bekannten Online-Shop zu scheinen stammt. Der tatsächliche Absender will in der Regel an deine persönlichen Daten gelangen und hofft, dass du zum Beispiel auf den Link klickst und nichtsahnend Schadsoftware herunterlädst. Deshalb solltest du dubiose Links immer genau prüfen und niemals öffnen. Phishing kann man auch verstehen als Webseite, die sich danach öffnet, wo man dann seine persönlichen Daten eingibt, wie zum Beispiel von eurer Bank. Dass euch eure Bank irgendwelche Sicherheitsbedenken per E-Mail schickt und euch bittet, jetzt einzuloggen über diesen Link. Tut ihr das, tragt ihr euch höchstwahrscheinlich auf einer Phishing-Webseite ein, wo die Daten dann direkt 1:1 in Kopie in einer Datenbank für den Betrüger gesammelt werden. Dieser kann sich danach in aller Ruhe bei euch im Online-Banking-Konto einloggen. Um sich hiervor zu schützen, sollte man grundsätzlich die Zwei-Faktoren-Authentifizierung aktiviert haben. Das heißt, ein zusätzlicher PIN beim Login, der nochmal als SMS auf euer Handy geschickt wird. Somit bekommt man jedes Mal einen Einmal-PIN, wodurch die Logins dann von verschiedenen Webseiten definitiv verschlüsselter sind, als wenn man nur ein einfaches Passwort benutzt. Dann kann auch Phishing euch wenig anhaben. Aber sicher ist man trotzdem noch nicht. Achtsam sollte man in jedem Fall immer bleiben. Drittens: Love Scamming. Bekanntlich macht Liebe blind und Kriminelle haben Wege gefunden, das auszunutzen. Beim sogenannten Love Scamming versuchen sie über Dating-Apps oder soziale Medien an Geld zu kommen. Der Facebook- oder Instagram-Scammer erstellt ein gefälschtes Profil mit gestohlenen Fotos und chattet mit potenziellen Opfern. Hat er Vertrauen aufgebaut, erfindet er einen Notfall und will, dass du ihm schnell viel Geld überweist.
Neben dem materiellen Verlust kann die Betrugsmasche beim Online-Dating psychische Folgen für die Opfer haben. Da hier ja auch mit der Liebe gespielt wird, der Opfer. Und da ist das Geld teilweise tatsächlich das zweitrangige Problem. Hat man sich hier emotional auf diese Person eingelassen und man wurde um sein Geld betrogen, ist dies gleich doppelt beschämend für die Opfer. Viertens. Gefälschte Spendenaktionen. Die meisten Betrugsarten zielen darauf ab, durch Social Engineering-Taktiken Emotionen zu wecken und logische Entscheidungen zu erschweren. Neben falschen Liebesversprechen ist das Ausnutzen von Empathie durch gefälschte Spendenaktionen ein weiteres berühmtes Beispiel. Bei dieser Internetbetrugsmasche starten Kriminelle eine Online-Spendenaktion und hinterlegen sie mit einer rührseligen Geschichte. Das gespendete Geld behalten sie dann natürlich selbst. Hierfür gibt es unzählige Beispiele zum Thema Ukraine-Krieg oder auch zum Erdbeben in der Türkei. Hier gab es unzählige Spendenaktionen auf Social Media, die meistens jedoch das Geld in die Tasche der Betrüger gewirtschaftet haben und nicht zu den Opfern. Fünftens. Der reiche Prinz. Dies ist einer der ältesten Tricks überhaupt. Der Betrüger schreibt dir per E-Mail oder über Messenger-Dienste und bittet um Hilfe bei der Überweisung von Millionenbeträgen, oft in Euro, Dollar oder Pfund. Die Scammer geben sich oft dabei als hochrangige Beamte, Erben oder sogar Prinzen aus, die aufgrund schwieriger Umstände, zum Beispiel Bürgerkrieg, Steuergesetze und so weiter, nicht auf ihr Geld zugreifen können und bieten dir im Austausch gegen deine persönlichen Daten riesige Geldsummen an. Zum Glück ist diese Art von Internetbetrug ziemlich leicht erkennbar. Es wäre ja ohnehin zu schön, um wahr zu sein, mit dem Traumprinzen zu schreiben. Diese Masche mit dem Traumprinzen ist tatsächlich schon uralt und gibt es schon eigentlich seit Beginn des Internet-Chat-Zeitalters. Doch hält sich diese Masche tatsächlich bis heute noch. Zu guter Letzt sechstens. Falsche Jobangebote. Früher war sogenanntes Jobscamming einfacher zu erkennen. Auf Klicke hier, um 1000 Euro pro Tag von zu Hause zu verdienen, ohne Vorkenntnisse, würde heute wohl kaum noch jemand reinfallen. Allerdings werden auch Kriminelle immer raffinierter. Aktuelle betrügerische Jobangebote können auf das ungeschulte Auge daher sehr überzeugend wirken. Das zeigt auch die LinkedIn-Betrugsmasche. Dabei erhältst du Anfragen von Rekrutierern auf LinkedIn, die ja in Wahrheit Betrüger sind und deine Daten abfangen möchten. Recherchiere die Person daher erst, bevor du antwortest. Und dann klicke niemals einfach so auf irgendwelche Links. Erst, wenn du das ganze Jobangebot geprüft hast und eventuell die Domain, die man dir als Link zugeschickt hast, erstmal auseinanderbastelst. Bis zu dem Punkt, wo .de dahinter steht, kann man erstmal alles weglöschen und das bei Google eingeben und nachschauen, ob das wirklich zu der Webseite führt, wo man sich das auch erhofft hat, ein Jobangebot erhalten zu haben. Die Idee zu diesem Video kam von Callcenter Scamjäger NRW, ein Mitglied des Kanals. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfällt. Informiert daher alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen am Ende auch betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld.
Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke doch gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gerne die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.